Moin, liebe Leute, und wir sind wieder zurück bei Let's Play Zurück in die Zukunft. Also, was heißt in der Zukunft? Weit sind wir ja im Jahr 1986, am 15. Mai. Ist gerade und wir wollen in die Stadt gelangen. Und gucken mal, ob wir jetzt noch irgendwelche Spaß zu haben. Wer immer am anderen Ende sitzt, ich nerve ihn besser nicht. Okay, gut, wir können keine Gesprächsoptionen mehr. Ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Idee mehr, wie es jetzt hier weitergehen soll. Ich will aber auch keine Hinweise nutzen. Ich will das, irgendwie muss doch da was gehen. Deswegen probieren wir mal einfach jetzt Notizbuch. Eisenstange. Da hätte ich vielleicht so eine Idee. Da hätte ich jetzt, da ist mir jetzt gerade mal so eine Idee gekommen. Das Rad wackelt ja schon so auffällig. Okay, gut. Das könnte nützlich sein. Denk nach, Marty, denk nach. Jetzt, nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hover-Systems lose. Okay. Jetzt, nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hover-Systems lose. Vielleicht müssen wir uns so eine Art Hoverboard bauen. Habe ich jetzt mal so die Befürchtung. Das blöde Rad ist auch nicht mehr da. In diesem Notizbuch stehen Docs sämtliche Notizen zur Zeitmaschine. Ich bin von Docs Genie fest überzeugt. Ich bin auch schon mit ihm durch die Zeit gereist. Ja, das muss man bedenken. Okay. Ja, was können wir jetzt mit dem Rad machen? Jetzt, nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hover-Systems lose. Ja, okay, es ist montiert. Aber was nützt uns das denn? Können wir hier noch irgendwas machen? Das sollte ich besser ständig bei mir haben. Das hat ja auch keinen Sinn. Jetzt, nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hover-Systems lose. Ja, schön, aber ich habe keinen Plan, was wir jetzt hier ehrlich gesagt machen sollen. Wir haben lose Reifen, eine Gegensprechanlage. Können wir da was machen? Wer immer am anderen Ende sitzt, ja, das ist mir klar. Was haben wir? Nein! Ja, irgendwie mit Stromzufuhr ist ja schön. Ich wollte jetzt elementar nicht auf Hinweise. Ja. Ja, aber wie? Wir haben doch hier bloß eine Zeitung. Besser nicht. Vielleicht ist das der einzige noch existierende Druck. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Gehen wir nochmal zum kaputten DeLorean. Nein, nicht zu dem blöden Tor. Das lässt sich nicht einfach wegpolieren. Ja, ich will ja auch gar nichts polieren. Okay. Das lässt sich nicht einfach wegpolieren. Ja. Ich habe keine Ahnung. Das sollte ich besser ständig bei mir haben. Momentan so richtig keine Ahnung, wie ich das hier angehen soll. Ich kann aber irgendwie nichts, womit ich das sollte ich besser ständig bei mir haben. Ja. Ich habe nichts, um das hier irgendwie mit irgendwas zu kombinieren.
Ich habe auch nichts irgendwie, dass ich aus dem DeLorean reisen könnte, machen könnte, um mir was zu bauen. Außer die Stromkabel vielleicht, aber der macht ja nichts, wenn ich da hingehe. Ich habe irgendwie, kann ja irgendwie mit den Drähten nichts anfangen, kann ich das Rad irgendwie bewegen. Jetzt, nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hoversystems lose. Ja, das ist ja schön. Nützt mir aber ehrlich gesagt noch nicht viel. Ich habe keine Ahnung, wie wir es machen können. Überwinde die Mauer nach Hilbele. Diese Mauer reicht doch nicht etwa um die ganze Stadt, oder? Ich finde hier aber auch nichts, dass du irgendwie hier raufklettern könntest oder irgendwie mit Strom versorgen. Finde ich hier was? Weil die Tore, die haben ja Rollen unten dran. Irgendwie werden die ja elektrisch gehen. Werbetafel. Das könnte man noch probieren. Dafür super. Sehr diskret, Marty. Ja, aber ich kann da irgendwie auch nicht hoch. Da muss ja irgendwas sein da oben. Da kam doch immer so eine Stimme raus. Das ist alles in Ordnung, bla, was weiß ich. Super. Sehr diskret, Marty. Ja, da oben ist vielleicht irgendwas. Ihr Lautsprecher. Passiert aber nichts, kann ich nichts machen. Ach Mensch. Ich habe aber auch keine Kombinationsmöglichkeiten irgendwie. Eine Zeitung, ein Buch und ein Foto. Dann gehen wir eben halt mal nach vorne zur Kamera und nutzen mal die Kombinationsmöglichkeiten einfach. Was weiß ich. Weil langsam fällt mir echt nichts ein. Probieren wir als erstes mal. Das Buch hat man ja schon probiert. Nehmen wir es mal mit dem Foto. Das sieht dort nicht gut aus. Ja. Ich bin jetzt einfach mal alles durch. Ich habe jetzt hier ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bringen soll eigentlich. Besser nicht. Vielleicht ist das der einzige noch existierende Druck. Ach, die Zeitung hat man ja auch schon. Ja, andere Variante wäre jetzt noch Zeitung von heute. Was das bringen soll, weiß ich nicht, aber ich probiere. Das Einzige, was ich mit dieser Zeitung anstellen werde, ist, sie zu recyceln. Ja. Hat das noch einen Sinn hier? Ich muss da. Schade, dass ich keine Reißzwecke habe. Nein. Vielleicht kann ich ihn ja nach dem Vater fragen. Das hätte noch für mich Sinn. Schade, dass ich keine Reißzwecke habe. Nee. Nein. In diesem Notizbuch stehen Docs sämtliche Notizen zur Zeitmaschine. Ich bin von Docs Genie fest überzeugt. Ich bin auch schon mit ihm durch die Zeit gereist. Ja. Ja, das muss man bedenken. Was? Ich dachte, ich hätte Jennifers Leben in Ordnung gebracht. Anscheinend nicht. Ich muss das nicht nochmal lesen. Ich hab's erlebt. Hilvellis Verbrechensrate niedrig wie nie. Kein Witz. Sieht normal aus. Belassen wir es dabei. Okay, Dad? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts. Ich habe auch nichts irgendwo, sehe ich, zum Einsammeln groß. Da vorne liegt ja noch irgendwelcher Müll, aber damit wüsste ich jetzt auch nicht. Da war nichts irgendwie. Hier kann ich nichts einsammeln irgendwie. Tonne ist auch uninteressant. Ja, das Tor. Ich habe einfach keinen Schimmer.
Ich habe jetzt wohl oder übel Kinn. Was bisher geschah, ja schön. Diese Mauer reicht doch nicht etwa um die ganze Stadt, oder? Nehmen wir mal noch einen Hinweis, ich habe echt keine Ahnung. Das Rad ist ein guter Anfang. Noch ein Energie bekommt die Energie bekommt die Zeitmaschine von irgendeinem Bauteil im Motorraum. Oh, und der DMC-12 hat seinen Motor hinten. Ja, das ist schön, aber da ist ja nichts zum Anklicken. Gehen wir mal diesem Hinweis nach, aber wir waren ja schon beim DeLorean. Das lässt sich nicht einfach wegpolieren. Das lässt sich nicht einfach... Ja! Meine Güte, das ist furchtbar. Ah, Batterie. 12 Volt. Moment, ist das die Autobatterie? Die wurde sicher 2015 mit dem Fusionsgenerator eingebaut. Hat immer noch eine Menge Saft. Ist ja gar nicht mehr lange bis hin. Hm. Batterie mit dem Reifen. Mal sehen. Rot am Minus, schwarz am Plus. Okay. Na super. Also soweit habe ich es. Okay, Doc. Mal sehen, in was für einer abgedrehten Zeitgeraden ich dieses Mal gelandet bin. Na, sehr kranken anscheinend. Aber damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja. Was soll man da noch sagen? Wir sollten den Reifen als Brett nutzen. Als Flugbrett. Darauf wäre ich jetzt nicht so einfach gekommen. Okay, Marty, hab keine Angst. Das ist nur ein paralleles Hill Valley, in dem deine Freundin zu einer Punkrock-Vandalin mutiert ist. Das heißt nicht, dass es hier postapokalyptische Motorradgangs gibt, die von Biff-Klonen angeführt werden. Atme tief durch und denke daran, dass wir Doc finden müssen. Na, irgendwelche Piffs werden wir ja sicherlich noch treffen. Sauber. Guten Morgen, Bürger. Ihnen ebenfalls einen guten Morgen, Bürger. Und hier haben wir wieder dasselbe Setting, nur eben im anderen Zeitraffer. Was geht hier vor, Doc? Das wollte ich auch gerne wissen. Oh Mann, mein Hill Valley war nie so hübsch. Immer schön aufpassen, Bürger. Entschuldigung. Mr. Parker? Für Sie Officer Parker, Martin. Nun, was soll das Outfit? Es ist Donnerstag. Ja? Poloshirt Donnerstag. Sie tragen keine Uniform. Das ist eine Verletzung der Bürgerverordnung 9EEE.
Außerdem tragen Sie Ihre Kennung nicht. Das ist ein direkter Verstoß gegen Verordnung WB714. Was haben Sie vor, Bürger? Holoshirt? Haben Sie einen Sitzen, Bürger? Hände hoch und Beine auseinander! Hey, was tun Sie da? Ruhe! Halten Sie still! Nichts. Was haben Sie heute vor, McFly? Ja, bevor wir jetzt mit Ihnen reden, setze ich jetzt erstmal einen Schnitt und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt, willkommen zurück bei Let's Play, zurück in die Zukunft, Vergangenheit, wie auch immer. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.